Moin zusammen, das sind meine Promi-News der Woche. Sila Shahin wird Bordellbesitzerin. Schockfoto, Natascha Ochsenknecht zeigt sich beim Vampire-Lifting. Und Patrick Dempsey, Liebesaus nach 15 Jahren. Dann lass mal hören. Sila Shahin arbeitet in Zukunft im Puff. Aber keine Sorge, sie wird nicht wirklich eine Dame der Nacht. Ab März ist sie nämlich in der neuen RTL-Knast-Serie Block B unter Arrest zu sehen. Darin spielt sie die Rolle einer Bordellbesitzerin, die eine Gefängnisstrafe absitzen muss. Ich bin eine richtige Puffmutter, erklärt die Deutsch-Türkin im Interview. Ich habe mich in der Rolle sehr stark und sexy gefühlt, hatte einfach die Hosen an. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre Natascha Ochsenknecht das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Auf einem Facebook-Schnappschuss zeigt sie sich mit geschwollenem Gesicht und blutigen Pusteln. Allerdings handelt es sich dabei ums Vampire-Lifting, eine Anti-Aging-Prozedur mit Eigenblut. Lecker. Sie waren 15 Jahre lang ein Traumpaar, jetzt hat aber Patrick Dempseys Frau Gillian Fink die Scheidung eingereicht. Offiziell gibt sie unüberbrückbare Differenzen als Grund an. Der 49-jährige Grey's Anatomy-Star soll sich in den letzten Jahren mehr um sein Hobby Autorennen gekümmert haben als um seine Ehe. Fink fordert nun 18 Millionen Dollar Abfindung. Und das zu Recht. Weil es keinen Ehevertrag gibt, steht ihr die Hälfte von Dempseys Vermögen zu. Guter Deal. Das waren meine Top-News der Woche. Seid auch bei der nächsten Folge von Promi-Bang mit dabei. Bleibt euch treu. Bis dann. Du willst noch mehr Promi-Bang? Dann schau dir jetzt weitere Folgen an. Beauty-Wahn. Diese Promis können die Beauty-OPs nicht sein lassen. Oder Folterkammer Hollywood. Für ihre Karriere setzen Christian Bale und Co. ihre Gesundheit aufs Spiel.